In der Klasse Jugend 2 trafen die Vereine Oberösterreich 2 und Steiermark aufeinander. Steiermark startete mit einem 7:1 Erfolg in der ersten Serie. Auch in der zweiten Serie hatte die Steiermark mit einem 5:3 noch klar die Nase vorne. Ab der dritten Serie wendete sich das Blatt. Oberösterreich konnte ein 6:2 erzielen. Und in der vierten Serie konnte sich die Mannschaft aus Oberösterreich nochmals aufbäumen und ein 8:0 erzielen. Angefeuert von den tollen Fans, die sie hier lautstark unterstützten. Die Begegnung endete mit einem 18:14 für Oberösterreich und damit die Bronzemedaille. Platz Nummer 4 ging an die Steiermark. Wie kann es dann gehen, wenn man 3 Runden lang führt und in der letzten Runde mit der letzten 10er-Pass verliert man dann? Aber ich muss den Oberösterreichern gratulieren. Sie haben wirklich Nerven bewiesen und haben die letzte Runde dann nach Hause geschaukelt und sie waren dann im Endeffekt die Besseren. Aber meine haben Lehrgeld bezahlt, wir sind das erste Mal dabei und ich glaube, sie nehmen etwas mit für die Zukunft und in Zukunft werden wir uns anders verkaufen. Jetzt ist mir ein großer Stein von Herzen gefallen, weil ich habe ihnen schon gesagt, wenn sie das Ruhe machen, das kostet mir zu viel Nerven. Also. Und graue Haare, gell? Und graue Haare, ja. Ja, aber ich bin sehr stolz auf meine Schützen. Ja, aber du bist, glaube ich, deswegen stolz. Ihr wart 3 Runden lang hinten auch. Und was ist dann passiert in der vierten Runde? Ja, die haben sich einfach nur mal neu motiviert. Die sind nur mal in sich reingegangen. Einfach mental sind die gut drauf. Da wird so viel gemacht, von den Vereinen her schon. Und das Restliche machen wir nachher vom Verband aus. Bei der Umarex Austria Jugendbundesliga, sponsert bei Walter, im kleinen Finale trafen die Mannschaften aus Kärnten und Salzburg aufeinander. Gleich in der ersten Serie legte Salzburg mit 6:2 vor. Die nächsten Partien waren eher ausgeglichen und mit dieser knappen Entscheidung von 17:15 ging der Sieg an die Mannschaft aus Salzburg. Christina Schachner von den Salzburger Sportschützen erzielte in dieser Begegnung das beste Ergebnis mit 380 Ringen. Bei den 40 Wettkampfschüssen war ein ausgezeichneter 10,9.
Die beste 10,9, in diesem Fall ein 2,0-Teiler, wurde mit einem Luftgewehr der Firma Walter, einem LG 400, belohnt. Dieses Luftgewehr durfte Christina noch am selben Tag mit nach Hause nehmen. Wir haben dort jetzt den Josef Gangl, den Landessportleiter aus Salzburg. Josef, wie ist für dich jetzt der Wettkampf da gelaufen? Ja, im Vorfeld hätte ich es vorgehabt, dass wir schon gegen Kärnten einigermaßen weiter weggegangen. Aber es ist sehr knapp geworden. Aber dank der letzten Serien da ist es halt noch sehr spannend geworden. Das war ein irrsinnig spannender Wettkampf. Nach der ersten Runde habe ich eigentlich schon gewusst, dass es noch enger wird werden. Aber dass es so eng wird, das habe ich mir eigentlich nie gedacht. Ich war eigentlich in guter Hoffnung, dass sie zumindest auf einen Unentschieden hinkommen. Aber es war leider nicht so. Es hat kleine Komplikationen gegeben und das wird das nächste Mal sicherlich nicht mehr vorkommen. Im kleinen Finale bei den Luftgewehrschützen trafen der SV Gamming auf die Schützengilde Buchheim 1907. Der SV Gamming, der als Favorit gehandelt wurde, kämpfte hier nun in dieser Begegnung um die Bronzemedaille. Der SV Gamming wurde hier seiner Favoritenrolle ganz klar gerecht. Alexander Schmierl erzielte bei der Begegnung gegen Regina Thiemer ein 5:3. Bernhard Bickel, der gegen Cornelia Enser angetreten war, erzielte einen klaren 8:0-Sieg. Auf der Position 3, Patrick Leutner, konnte mit einem 6:2-Erfolg gegen Anna Rennezeder den Stand verlassen. Und auf der vierten Position, Michael Klemann, konnte ebenfalls einen 6:2-Sieg gegen den jungen Andreas Sticks erreichen. Der SV Gamming konnte mit einem Sieg von 25:7 gegen den SG Buchheim 1907 dominieren. Im kleinen Finale bei der Luftpistole trafen der HSV Absam, eine Mannschaft aus Tirol, auf die Schützengilde Freistadt, dem einzigen Pistolenverein, der aus Oberösterreich an der Bundesliga teilnimmt, aufeinander. In der Halle war die Stimmung stark gemischt. Teilweise tobte die ganze Halle, erfüllt von den Fans mit Tröten, Trompeten und lautem Applaus. Und dann herrschte wieder absolute Stille, wenn vor lauter Spannung die Halle plötzlich ganz ruhig wurde. Die Spannung bei der Begegnung HSV Absam gegen die Schützengilde Freistadt war voll aufgegeben. Auf Position 1 kämpfte Rudi Seiler, der Mannschaftsführer für den HSV, gegen Andreas Schmidt. Er konnte einen 7:1-Sieg erreichen.
Auf der zweiten Position ein Leihschütze, der Lokalmatador Lukas Schistl von der Schützengilde Fügen, konnte einen 6:2-Sieg gegen den arrivierten Martin Steinmetz erreichen. Auf der Position 3 wurde hart gekämpft. Willi Seiler vom HSV Absam gegen Fritz Hasiber von der Schützengilde Freistadt kämpften Schuss um Schuss. Mit einem 4:4 trennten sich die beiden. Das ist die einzige Entscheidung in dieser Paarung, die 8:0 endet. Und dann schauen wir auf die Gesamtwertung. 25 Punkte für den HSV Absam, 7 Punkte für Freistadt. Das bedeutet Bronzemedaille, Platz Nummer 3 bei der Luftpistolen-Bundesliga für den HSV Absam. Herzlichen Glückwunsch! Im Finale der Umarex Austria Jugendbundesliga, sponsert bei Walter, war die Stimmung bei den Fans auf den Höhepunkt. Sowohl die niederösterreichischen auch aus die Tiroler Fans waren völlig aus dem Häuschen, als ihre Athleten die Halle betraten. Die jungen Schützen aus Tirol starteten gleich in der ersten Runde mit einem 8:0. Die Niederösterreicher versuchten fest dagegen zu halten. Die jungen Schützen, die hier aufeinandertreffen, sind 1999 und 2000 geboren. Und hier kann man den Betreuern und Trainern nur ein großes Lob aussprechen für diese tolle Vorbereitung, die diesen jungen Athleten hier zugute gekommen ist. Die jungen Tiroler Sportschützen wirkten eindeutig routinierter, da ihnen der Modus auch bereits aus der Jugendlandesliga bekannt ist. Somit ist der Bundesligameister der Umarex Austria Jugendbundesliga, sponsert bei Walter, die Mannschaft Tirol 1. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin natürlich sehr stolz über die Folge, was wir erreicht haben. Wir haben hart dafür gearbeitet, beziehungsweise die Jungen. Und es zeigt, dass wir den richtigen Weg gehen. Eduard, ihr habt gerade den ausgezeichneten zweiten Platz, den Titel des Vize-Bundesligameisters der Umarex Austria Jugendbundesliga erreicht. Wie sind jetzt eure Emotionen? Wie geht's dir jetzt und wie geht's den Athleten? Ja, danke. Also wir sind im zweiten Platz überglücklich. Wir haben in Scharnstein schon super geschossen gegen Tirol 2. Dann gestern gegen die Steiermark und heute gegen die Ruhe. Also die Jugendlichen, die sind überglücklich und ja, also zweiter Platz beim ersten Antreten ist wunderbar.
beiden Tiroler Mannschaften kämpfen um den begehrten Titel des Bundesligameisters 2014. Dementsprechend toll war natürlich die Stimmung in der Halle aufgrund der vielen mitgereisten Fans. Jede Leistung über 98 Ringe in der Jugendbundesliga wurde mit einer Tageskarte Liftfahren in der Zillertal Arena prämiert. Auf der Position 1 für die Mannschaft Tirol 1 kämpfte Rebecca Köck. Sie erzielte 391 Ringe. Lisa Felderer, Position 1 der Mannschaft Tirol 2, konnte hier leider nicht mithalten. Auf der Zweierposition trafen zwei Vereinskollegen aufeinander. Matthias Moser und Florian Lampelmeier, beide von der Schützengilde Münster. Florian Lampelmeier hatte mit 381 Ringen und einem 5:3 Sieg die Nase vorn für die Mannschaft Tirol 2. Auf den Positionen 3 und 4 konnten Nadine Grisser und Cornelia Schwarzenauer jeweils einen 6:2 Sieg feiern. Der Titel des Bundesligasiegers 2014 bei den Jungschützen geht an die Mannschaft Tirol 1. Sie erhalten damit vom Sponsor der Firma Umarex Austria einen Gutschein im Wert von 700 Euro. Und auch die Schützen, die den zweiten Platz erzielt haben, die Mannschaft Tirol 2, freut sich über einen Gutschein von 300 Euro der Firma Umarex Austria. Im Luftgewehrfinale treffen die Söller Sportschützen auf den Salzburger Verein Zell am See. Söll war bereits in der ersten Saison als Bundesligasieger hervorgegangen. Die Überraschungsmannschaft Zell am See war selbst überrascht von ihrem Einzug ins Finale, zumal sie am Vortag im Halbfinale den SV Gamming geschlagen haben, der schon lange, lange vor Finalbeginn als Bundesligasieger oder als einer der Mitfavoriten gehandelt wurde. Auf Position 1 in dieser Begegnung Gernot Rumpler gegen Georg Zott. Georg Zott, ein bekannt und arrivierter Schütze, startet mit 99 Ringen. Gernot Rumpler schießt etwas langsamer, erzielt 98, damit die ersten Punkte an Georg Zott. Die Halle tobt. In der dritten Serie Georg Zott 100 und Gernot Rumpler, diesmal lässt er nicht locker, kontert ebenfalls mit 100 und damit kommt es zu einer Punkteteilung. Sie trennen sich auf Position 1 mit 6:2. Daniele Wohlschlag, auch Sie steigen sich auf 95, aber die Vanessa hat hier das kleine Bändchen Glück mehr und geht mit einer 6:0 Führung in die nächste Runde.
Bernhard Kral kämpfte wie ein kleiner Löwe und konnte mit einem klaren 8:0 Sieg wesentlich am Erfolg der Söller Sportschützen beitragen. Nadja Jüriger startet mit 99, Sonja Embacher 98, somit 2 Punkte für Salzburg. Das lässt die Fans wieder hoffen und die Halle tobt und feuert ihre Salzburger Schützen an. Die Begegnung endete mit einem 19:13 Sieg für die Söller Sportschützen und bereits zum zweiten Mal in der Geschichte der österreichischen Bundesliga mit dem Luftgewehr heißt der Bundesligameister Söller Sportschützen. Im Finale mit der Luftpistole trifft der Vorjahressieger BSV Eisenstadt auf den SV Hohenau. Hier treffen Neueinsteiger auf Titelverteidiger. Klaren Favoritenrolle beginnen die Schützen des PSV Eisenstadt mit sehr viel Hochachtung vor dem Gegner. Nur die Position 1, Richard Zechmeister, lässt es so richtig krachen. Er startet in den Finalwettkampf mit 99 Ringern. Hier muss sich Daniel Kral natürlich geschlagen geben. Auch die weiteren Ergebnisse des Richard Zechmeister sind hervorragend und er erzielt in Summe 381 Ringe und kann einen 6:2 Sieg für den PSV Eisenstadt erzielen. Die Position 2 vom SV Hohenau, der langjährig international erfolgreiche Schütze Karl Pavlis, auch er kann hier sein Können in der Bundesliga vor großem Publikum präsentieren und einen 6:2 Sieg erringen. Ebenfalls heiß um den Titel des Bundesligameisters gekämpft. Wir erinnern uns, nach der Halbzeit war SV Hohenau in Führung. Und wie schaut es jetzt aus? Ja, es hat sich gedreht, Magi. Auf jeden Fall. Der Richard Zechmeister, der bleibt dran und liefert uns wieder eine 93er-Serie. Der Daniel Kral ist ein bisschen abgefallen, 85 Ringe und in 2 Punkte schreiben wir den Richard gut. Er führt 4:2.
Die Entscheidungen fallen dann eindeutig auf der Position 3 und 4. Auf Position 3 Reinhard Eder, der Kreativdirektor des Team BSV Eisenstadt. Er ist für die originellen T-Shirts in jeder Bundesliga-Saison verantwortlich. Er erzielt 369 Ringe und einen 6:2-Sieg. Der Sieg des BSV Eisenstadt wurde erst in der letzten Serie fixiert. Richard Zechmeister lieferte ausgezeichnete 96 Ringe. Die Positionen 3 und 4 leisteten den notwendigen Beitrag zum Sieg mit einer 94er und einer 93er Serie. Somit heißt der neue und alte Bundesligameister mit der Luftpistole BSV Eisenstadt. Herzlichen Glückwunsch!